Hallo zusammen, hier ist wieder Nanako mit deiner Schlummerreise. Den Code habt ihr ja gerade wieder gesehen. Dieses Mal geht es auf eine orientalische oder auch eher ägyptische Insel. Und ich denke, sie wird euch wirklich gut gefallen. Und ja, dann fangen wir jetzt auch erstmal schon mal an zu träumen. Und da sind wir auch schon wieder auf der Insel angekommen. Jetzt muss er erstmal wieder wach werden. Ja, Serenade, wir wissen, wie das geht. Und dann stehen wir erstmal auf. Sehen erstmal, dass uns hier so zwei Orgeln im Weg stehen. Das war halt so den Blickwinkel nicht so richtig haben. Ja, und hier in der Ecke sind wieder ein paar Geschenke. Nämlich das. Nämlich das. Ich glaube, die Pharao-Maske setze ich jetzt nicht auf. Und den Rüstung auch mal zusammen. Gut, und dann sehen wir uns mal wieder um. Wie man sieht, hier geht schon orientalisch los. Es wurde sehr schön mit so Teppichen als Wohnelemente gearbeitet. So zwei, die so übereinander liegen. Die Liegen wurden halt mit orientalischen Designs verziert. Vor allem Kissen. Es ist wirklich schon eine sehr schöne Insel geworden. Ja, so ein bisschen so ein Wäschereibereich. Also so eine Nische. Ja, dann schaue ich mal, dass ich hier oben weiterkomme. Also ein bisschen mit den Bienenhäusern. Der Webstühlen. Die Schneiderei auch. Mal so ein bisschen Bewohnerhäuser. Ich schaue jetzt mal hier die Strandecke noch mal kurz. Na, da geht es da hinten lang. Mal die Gegend von den Bewohnerhäusern an. Ja, so ein bisschen platzsparend arrangiert. Dann hat man natürlich mehr Möglichkeiten, die Insel besser zu gestalten. Ja, so mit den Liegen, den Bodenfliesen. So die Pyramiden halt aufgereiht halt als Hintergrund mit der Sphinx dazwischen. Dass halt der Horizont auch ägyptisch wirkt. Also ist wirklich schon sehr schön gestaltet. Na, hier komme ich nicht durch. Dann schaue ich mal, ob ich hier weiterkomme. Nein. So wie immer, ich verlaufe mich. Aber halt auch mit den Obstkörben und alles. Wirklich immer schön dekoriert. Da kann ich auch nicht dran vorbei
nicht schleichen. Ich kürze immer so gerne ab, aber hier wird es mir nicht so wirklich ermöglicht. Gut, dann gehe ich mal weiter runter. Hier auch mit den Vogelkäfigen und so. Mal sagen. Und auch so Stand alles gestaltet. Das ist auch wirklich schön. Mit den Lampen halt im passenden Design, halt alles beleuchtet noch ein bisschen. Hier ist der Eingangsbereich vom Flughafen. Das sieht natürlich auch schon ganz nett aus. Was diese Mondfahrzeuge hier sind, das verstehe ich auch nicht so, aber ja. Und hier mit den Sphinx, das ist auch wirklich... Der Boden halt mit dem angedeuteten ägyptischen Motiv. Also versuche ich hier nochmal lang. Ja, der Strand ist also ein bisschen versteckt. Da wird irgendwie Unkraut gebunkert. Ah, der Steingarten hier. Ist auch schön gemacht. Platzsparend, aber halt auch schön integriert. Da hat man auch wieder so einen Blick. Wirklich wieder wunderschön. Jetzt bin ich ganz hinten. Da komme ich nicht hin irgendwo. Naja. Alles überall mit den Bodendesigns, mit den Kissen. Also es kommt wirklich schon richtig gut rüber. Da sind wir wieder im Rathaus gewesen. Na, ich möchte die Treppe gerne hoch. Da sind wir hier wieder im Bereich. Es ist wirklich eine wunderschöne Insel. Gut. Ja, die Karte sieht nicht wirklich atemberaubend aus. Aber es ist ja sehr viel mit den Bodendesigns gearbeitet worden. Und das wirkt ja, als wären es wirklich alle Straßen dann. Ja, also die Karte macht nicht viel her, aber die Insel ist wirklich wunderschön. Ja. Gut, dann beende ich das hier halt schon mal, weil wir sind ziemlich schnell durch. Aber ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, besucht diese Insel wirklich selbst. Den Code findet ihr wieder unten in der Beschreibung. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr bei einem meiner nächsten Videos mit dabei seid. Und wenn ihr mir ein Abo, ein Like oder einen netten Kommentar da lasst. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Eure Nanako.